Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone Arena Folge hier um Weeble Games for You. Ich bin Rivo. Und wir spielen weiter mit unserem Priester. Er steht 3:0. Mal schauen, was uns noch so für neue Karten entgegenschlagen mögen. Auf jeden Fall schon einige coole Karten gesehen bis jetzt. Bin schon sehr gespannt auf unseren eigenen ersten Arena Draft. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Da bin ich mir sicher. Wieder ein Magier. Die haben wir ganz schön oft. Ah, das Ei ist doch schon mal cool. Der Grabbler ist cool. Ich denke, die beiden können wir wegtun. Wenn wir jetzt schon 2-2 Drops haben, brauchen wir den 4 Drop auch nicht behalten. Ist ja eh kein guter. Oder kein richtig guter zumindest. Mal gucken, was er spielt. Wenn er nichts spielt, spielen wir auf jeden Fall den Grappler, denke ich. Eigentlich spielen wir auch, wenn er was spielt, den Grappler. Oder? Glaub schon. Mal schauen. Spielt schon mal nix. Wir haben eine perfekte Kurve jetzt. 2 Drop, 3 Drop, 4 Drop, 5 Drop. Und wir haben ja noch jede Menge Zeit, um andere Karten zu ziehen, falls wir den hier nicht spielen wollen. Ja, komm schon. Was soll ich nur tun? Oh, was ist das denn? Er hält zu Beginn jedes Zuges einen Angriff. Also auch zu meinem Beginn. Das ist ja heftig. Den finde ich krass. Wie soll ich den denn kaputt machen? Das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist nicht so geil. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich den töten soll. Ich muss hoffen, dass er keinen Spotter spielen kann und nicht beide töten kann. Sonst könnte der außer Kontrolle geraten. Der ist übel. Finde ich. Oh fuck. Irgendwie sind wir, glaube ich, im Arsch. Und das richtig derbe. Das ist doch scheiße, Mann. Das ist der allerletzte Witz. Was soll ich denn da als Priester dagegen machen? Joke, ey. Joke, 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 sage ich dazu nur. Der hier ist auch übel. Der hier ist vor allem noch nicht meine Rare-Karte. Das ist eine Common-Karte. Sodass man den halt öfters bekommen kann. Meiner Meinung nach wird er eh genervt. Der wird so genervt, dass er nur noch zum Beginn eines eigenen Zuges plus 1 Angriff geben wird. 100%. Kann ich mir sonst nicht anders vorstellen. Ich gehe davon aus, dass er traden wird und pingen wird, damit er denkt, dass der sicher ist. Aber wir können einfach silenzen und dann hat sich das fürs erste ausgeschissen. Weil ich dafür ein Schattenwort tot benutzen, ist mir zu blöd. Aber das ist schon eine heftige Karte. Muss ich sagen. Die Mikromaschine. Holy shit, ey. Ich glaube, so ein richtig coole Mac-Decks gibt es da auf jeden Fall. Aber es wird wahrscheinlich auch wieder Richtung Warlock rauslaufen, weil Warlock halt einfach Card-Draw lastigst ist. Paladin könnte ich mir auch gut vorstellen, mit Waffen und Co. Zauberschaden plus 1. Was für geile 3 Drops es da gibt. 3-3 als 3 Drop mit einem Zauberschaden.
Wenn ich mir da die scharlachrote Crusader-Tante gegen vorstelle, zum Beispiel mit 3-1 und einem Gottesschild, das ist halt irgendwie für den Hintern. Im gleichen Atemzug irgendwo. Ja, auf die Gefahren, dass uns das Spell-Damage nicht gut tut. Machen wir das. Keine Explosion wäre jetzt lustig. Ich glaube, der hat doch noch keine normale Standardkarte gespielt, oder? Der hat doch bisher nur Goblins vs. Gnomes Karten gehabt. Was soll ich nur tun? Purer Wahnsinn. Feuerball. Okay. Das ist nicht weiter wild, denke ich. Haben wir schon mal einen Feuerball gedockt. Oh, das ist schwer. Wenn ich wüsste, was ich da rausbekomme, ne? Das sollte ich mir gründlich... Nicht so geil. Sterb. Naja, gut. Ich hoffe, dass er irgendwas mit mehr als 5 Attack spielt und am besten für 7 Mana, sodass sein Zug irgendwie vorbei ist. So ein Kriegsgolem oder sowas. Alter, schon wieder eine neue Karte, was ist das denn? Wenn ein befreundeter Mech stirbt. Okay. Das ist eine gute Karte. Aber nur wenn ein Befreundeter stirbt, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er nicht so viele befreundete Mechs rausspielt. Weil so als 1-5er bringt er halt nicht viel. Ich verstehe auch nicht genau, warum der plus 2 kriegt, nicht nur plus 2 plus 0. Das würde meiner Meinung nach auch mehr Sinn machen, weil plus 2 ist halt derbst. Alter, der hat echt nur neue Karten. Als ob er gesagt hat, ich nehme jede neue Karte, die irgendwie dabei ist. Okay, da kommt doch noch eine alte. Kann nicht als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeiten gewählt werden, okay? Das sind 2-5er Spotter. Leck am Arsch. Und das ist auch noch ein Mech, den ich zerstören muss und der dann besser wird. So ein Witz, oder? Okay, wie machen wir das? Ich kann ihn noch nicht hexen oder also cheaten. Geht auch nicht. Erstmal so. Fürs Erste. Ob ich da so begeistert von bin, weiß ich aber noch nicht. Ich fliege. Das wäre nicht nötig gewesen. Das sind immerhin 5 Schaden, die wir uns sparen. Was ja jetzt nicht das Allerschlechteste auf der Welt sein wird. Sieht aber nicht so aus, als ob er einen Silence hätte. Oh, er zieht Karten. Das ist schon krass, ey. Oh, das ist eine gute Karte. Und schon ist er 3-7 stark, der Gute.
denke, der gefällt mir ein bisschen besser als Wasserelementar als der hier. Wir haben nicht mehr so viel HP auch, da müssen wir ein bisschen drauf achten. Weil ich konnte den hier leider nicht ausspielen. Was ist das? Okay. Zufälligen feindlichen Diener. Nicht so schlecht, denke ich. Aber auch nicht so richtig gut, meiner Meinung nach. Damit klärt er erstmal das Board. Das Ei hätte er auch ruhig töten können, hätte ich nichts dagegen gehabt. Okay, dann denke ich, spielen wir die hier. Und wir heilen uns. Das gefällt mir ganz gut. Er hat halt noch nichts gespielt, wofür wir das Schattenwort Tod benutzen können. Und da kommen noch zwei in unserem Deck. Ist halt nicht so geil. Wenn da jetzt nicht bald was kommt. Wort und Gottesschild. Der ist natürlich auch nicht schlecht. Ah, fuck you. Verrückter Shit, muss ich sagen, was der hier so betreibt. Keine Geschosse für 4. Oh, bitte töte das Ei. Natürlich trifft er nicht ein einziges Mal das fucking Ei. Okay, hier ist das Ding. Wie spielen wir das? Wir werden auf jeden Fall den töten, das ist mir jetzt schon klar. Wir werden auf jeden Fall den töten. Töten werden wir den, ist klar. Wir werden mit den spielen und den töten. Auch relativ klar. Dann werden wir, denke ich, das hier machen, werden den töten und werden den heilen. Und gehen ab. Das gefällt mir. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Okay, jetzt kann gern eins meiner zwei Schattenwort Tods kommen. Das ist doch schon mal nicht so verkehrt. Die Gerechtigkeit wird siegen. Natürlich. Leider war es nicht dabei, aber es war nicht so schlecht. Ich denke, es sieht aktuell besser für uns auch aus. Obwohl der da kommt, sieht es trotzdem besser für uns aus. Natürlich. Bevor er stirbt, panda ich ihn lieber hoch, auch wenn der Buff verloren geht. Das ist aber halt dann mit Gottesschild trotzdem wieder echt stark. Besser als wenn er halt tot gepinkt wird, wie gesagt. Flamestrike wäre jetzt natürlich bitter. Oh, warum nicht das Ei? Aber immerhin das Target, das war das Schlechteste. Neben dem Ei. Jetzt nämlich erst pingen müssen und dann die Karte spielen, genau wie er jetzt selbst Ups sagt, das ist mir dann auch aufgefallen. Das war doch schon mal gut für uns. Na, der Move ist dann relativ klar, wir traden den. Spielen den hier, machen Damage, heilen uns, brauchen den nicht heilen. Und jetzt sollten wir eigentlich mit Vollgas voraus siegen, meiner Meinung nach. Auch wenn er da 1 Milliarde volle tolle neue Karten hatte. Oh, da kommt auch noch eine alte. Hatte er wahrscheinlich quasi keine Wahl. Musste sie nehmen. Ja! Silbermond wird nicht fallen. Den heilen macht keinen Sinn, weil wir mit dem Enix-Sonne nicht angreifen können. Da heile ich mich lieber und entgehe noch mehr der Gefahr, die eventuell besteht. Flamestrike wäre jetzt natürlich ein Ding. Der ist vollkommen für den Hintern. Oder die.
Wie ihr möchtet. Haben wir genug? 8, 10 reicht noch nicht. Dann müssen wir das so machen, das so, den da rein. Dann... Ah, schade, dann verwirren mich. Weil selbst wenn ein Flamestrike kommt, lebt der und der. Also das Ei wird getötet und der 4-4er lebt und der da lebt. Vollkommen in Ordnung. Er geht vor uns auch mit leeren Karten nach Hause. Das war's dann wohl, da hat er verloren. Kann sich selbst pingen, ja. Und tschüss. Ja, da haben wir gewonnen. Damit steht es 4-0. Das ist wohl ein echt, echt gutes Deck. Was wollen wir da noch mehr zu sagen? Machen natürlich noch ein Match, auch wenn die Matches sehr lange dauern und somit die Folgen sehr lange sind. Aber was soll's? Wir haben ja Spaß dabei und das ist das Wichtigste, denke ich. Also ich hoffe, ihr habt euren Spaß auch so sehr wie ich. Es sind so viele neue, coole Karten dabei. Auch wenn es mich ehrlich gesagt wundert, dass wir gewinnen. Oh, das ist eine neue Map auch. Ich weiß nicht, ob mir das vorher schon einfach entgangen ist, aber es ist eine neue Map. Ich hoffe, dass ich jetzt vorher noch nicht auf der Map gespielt habe. Gleich mal gucken, wo wir überall dran rumfingern können. Das ist immer das Beste an neuen Maps. Ich glaube, die haben auch das allererste Mal gezogen jetzt. Oh, was ist das? Das ist ja cool. Boah, die kann man hin und her bewegen. Kann man die auch starten? Das ist ja geil. Da hat jemand auch geschrien. Das ist toll. Das gefällt mir. Können wir hier rumdrücken? Oh, okay. Da war ein rotes Diamantending eben drinnen liegen. Das ist irgendwas anderes. Eine Bombe. Nice. Verrückter Sheet. Sofort. Können wir hier so machen? Und da können wir was andrücken. Die bewegen sich auch. Können wir die kaputt machen? Nee. Tür aufmachen oder sowas? Auch nicht. Sonst können wir da irgendwie nichts machen, kann das sein? Das ist ja blöd. Blöd. Ja, kann nichts machen, ne? Können wir hier so machen? Da gibt's aber... Ah, okay, hier kann man das hoch machen. Bomben gehen doch bestimmt auch irgendwas. Oder auch nicht. Zündschnur kann man auch nichts machen. Ja, irgendwie hat er ein krasses Board dafür, dass wir nichts haben und irgendwie auch die ganze Zeit nichts spielen konnten. Warum war der so krass gemacht? Okay, der ist geil. Irgendwie so ein Anti-Handlock-Karte, so ein bisschen. Oder Anti-Control-Karte. Ach du Fuck. Das ist nicht so geil. Das ist gar nicht so geil. Ich werde ihn jetzt töten, aber was soll ich machen? Ach, das ist auch dauerhaft. Das ist ja krass. Ja, Jock, oh je. Ich glaube, das verlieren wir haushoch diesmal. Und das auch super schnell, weil wir einfach nichts dagegen machen können als Priester. Das ist übel. Muss ich sagen. Wir hatten halt keinen kleinen Drop. Und deswegen verlieren wir die ganze Kiste. Oh ja. Das hat er sogar ein Missblade, weil er 2 Schaden mehr hätte machen können. Eieiei. Ich denke, wir sollten den da erstmal loswerden. Lustig wäre es gewesen, wenn es nicht funktioniert hätte, weil wir die ausspielen und deswegen ja den Buff verliert, sozusagen. Das wäre ganz lustig gewesen. Ach ja. Also der hat zu krasse Karten, der zerstört uns einfach. Schade. Echt, echt schade. Weil es bringt's ja, wenn ich den kaputt mache. Er ruft halt einfach eine neue krasse Karte dazu. Bringt mir auch nichts. In dem Fall.
Mein Schild für Argus. Ach so. Ich habe keine Chance hier in dem Match irgendwie. Also überhaupt gar keine. Bringt mir auch nichts. Schlüssel. Super. Tatsächlich kann ich eventuell noch eine Runde länger leben. Aber das ist sehr, sehr zu bezweifeln. Der hat ein krasses Deck mit den neuen Karten. Da können wir leider nichts gegen unternehmen. 10 Schaden, ey. Gut. Da hatten wir leider keine Chance. Da waren die neuen Karten zu stark und wir hatten einen zu schlechten Start. Passiert, denke ich. Damit steht es 4-1. Machen es nächstes Mal dann weiter. Bedanke mich immer fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao.